Einen neuen Wacken-Whisky braucht das Land. Diesmal von Finch, Triple Cask und nach dem Intro geht's los. Willkommen bei Friendly Mr. Z. Heute bin ich in Deutschland unterwegs, habe für euch den Bullhead Whisky bei Finch und das ist der offizielle Wacken Open Air Whisky. Guckt ihr das mal an, sieht schick aus, die Buddel, liegt gut in der Hand, kann man auf jeden Fall auch gut zum Festival mitnehmen. Ja, wie bin ich darauf gekommen? Wir hatten vor kurzem eine Einladung von Schlumberger und haben dort im Rahmen der Whisky Fair in Limburg mal kurz mit ein paar, war gar nicht richtig zu. Ich habe schon gedacht, da wären Korken drin, aber hier, seht ihr, da ist so ein Schraubverschluss. Und denkst du die ganze Zeit, der ist aber verdächtig locker. Der saß nur so drauf. Naja gut, egal. Also, auf jeden Fall, als die Whisky Fair war, waren wir quasi einen Tag vorher bei Schlumberger eingeladen und da waren schon ganz, ganz viele Aussteller. Und die konnten wir halt dann im Rahmen dieses Abends halt schon vorher befragen. Ne? Also auf der Messe, das wusste ich zu dem Zeitpunkt halt auch noch nicht, ist natürlich das Hauptproblem. Da ist halt echt viel los. Da schieben sich die Leute durch und da mal mit einem Aussteller oder generell mit einem dessen Brennereibesitzer, mit einem Brand Ambassador mal in Ruhe zu quatschen, da fehlt halt immer so die Chance dazu und die hatten wir dann halt an diesem Abend. Und wir standen dann relativ lange bei Hans-Gerhard Fink, dem Besitzer und ich glaube Master Distiller von Finch. Bei dem standen wir ziemlich lange am Stand, haben ziemlich lange mit dem unterhalten und der hat uns halt von diesem Bullhead Whisky erzählt und er ist super stolz darauf, dass er halt diese Lizenz halt bekommen hat und dass er dieses Jahr diesen Whisky abfüllen darf. Und was ich auch total cool finde ist, damit man den Whisky auch bei Wacken auch trinken kann, gibt es noch extra für Wacken abgefüllt diesen Whisky in PET-Flaschen, also in Plastikfläschchen, damit man den auch mit aufs Gelände nehmen darf. Finde ich eine lustige Aktion. Hat mir auf jeden Fall sehr gefallen und ich fand auch generell so diese ganze Story, die hinter Finch steckt und hinter diesem Whisky steckt, hat mir auf jeden Fall auch sehr gut gefallen. Denn wir haben hier quasi ein Local Barley. Denn die komplette Gerste, alles was hier drin ist, macht der selber. Also der fährt selber, der erntet selber sein Feld ab und macht daraus dann Whisky. Ne? Also das ist halt total cool. Und wie gesagt, wir haben ja einen 8 Jahre alten Whisky, wir haben eine Triple Cask Reifung, es ist auch ein Single Malt, also kein Grain oder sowas. Und der hat hier genommen American Oak Fässer, Portwein und Weinfässer. Was genau für Weinfässer? Ich meine, er hat es gesagt, aber ich weiß es nicht mehr. Es war zu viel oder es war eine Art Reizüberflutung dieses Wochenende und ich brauchte echt jetzt 2 Tage, um erstmal darauf klarzukommen, was da alles so passiert ist und wie viel man gesehen hat und wie viele Leute man getroffen hat und so. Aber nicht so schlimm, es geht um den Whisky hier und ich bin sehr gespannt, wie der schmeckt, weil wie gesagt, der Hans-Gerhard Fink hat da sehr von geschwärmt schon. Klar ist natürlich, er brennt auch für sein Produkt. Er brennt es nicht nur, er brennt auch dafür. Sowas gefällt mir natürlich generell sehr gut. Und deswegen bin ich echt gespannt, wie der Whisky jetzt schmeckt. Denn ich habe ihn dann am Samstag in Limburg auf der Messe gesehen. Sonntag, als ich zu Hause war, habe ich ihn dann bestellt. Und er ist tatsächlich nächsten Tag geliefert worden. Also es ging echt fix, muss ich sagen. Super, super tolle, schnelle Lieferzeit. Und ja, wir haben jetzt 42,6%. Ich habe erst gedacht, vielleicht könnte der Fassstärke sein, aber wenn man jetzt mal jetzt richtig überlegt, auf einem Whisky-Festival, aber auf so einem Metal-Festival, will man da fassstarken Whisky trinken? Ich glaube nicht, da willst du eher so eine Runde chillen und dann mal so gemütlichen Whisky trinken, der gut trinkbar ist. Und ich hoffe, das ist der auch. Ich bin echt gespannt, deswegen Nase rein, los geht's, Kinders. Also ich muss sagen, für 42,6% ist der doch relativ präsent in der Nase. Der hat echt so eine mentholige Frische. Ich kriege sehr viel Birne. Krieg also wirklich sehr viel Birne. Der hat auch noch so was Erdiges. Ne, als wenn ich so eine Handvoll frische Erde in der Hand habe und da mal so dran rieche. Das kommt auch noch so mit durch.
Der hat irgendwo noch so ein bisschen Schokolade, meine ich. Also eher so eine Art Zartbitterschokolade, würde ich eher sagen. Aber nur sehr dezent im Hintergrund. Was hier wirklich dominiert, ist die Birne und dieser erdige, leicht mineralische Moment mit dieser Frische, Mentholfrische, Minzfrische in der Nase. Aber ansonsten ist jetzt nicht so viel Spektakuläres in der Nase, dass ich jetzt sagen würde, ja, krass, komplex oder so. Wahrscheinlich ist es genau das, was man halt auch wollte. Du wolltest halt einen Whisky, den man gut zum Festival trinken kann. Also ein easy Sipper, der dich halt nicht umhaut oder so, ne? Wo du halt einfach easy trinken kannst. Und ich glaube, das ist zumindest von der Nase her auf jeden Fall gelungen. Also viel zu bebasteln gibt es hier auf jeden Fall nicht. Ja, er hat vielleicht noch so einen Hauch Vanille, aber das war dann auch, ne? Also das wirklich super viel Birne, dieses erdig-mineralische, hinten raus so ein bisschen Zartbitterschokolade, ein Hauch Vanille mit dabei, that's it, ne? Gut, probieren wir einfach mal, ne? Prost, Killers! Ja, also geschmacklich gefällt er mir echt gut. Der schmeckt wirklich krass nach Schokolade. Also hat sehr, sehr intensiven Schokoladengeschmack. Erinnert mich aber eher so an diese Kakaonips, diese dunklere Schokolade vielleicht, aber so richtig schön geröstete Kakaonips, so einfach so diese ganze Kakaobohne, ne? Wenn man die halt schon mal so, da gibt es ja diese Kakaonips von, die da zerschlagene Kakaostückchen sind, keine Ahnung. Das finde ich echt nice. So, also schmeckt wirklich sehr intensiv danach und bringt noch so ein bisschen Vanille mit, ne? Die legt sich so leicht darüber. Also ich finde, beim Geschmack merkt man halt so ein bisschen mehr von diesem Weinfass. Die anderen Fässer weiß ich nicht, ne? So, also wenn ich einen Portwein habe, da habe ich ja meistens so eine Marzipannote mit dabei oder irgendwie so was Rotes halt, rote Früchte oder so, das habe ich halt hier gar nicht, ne? Also hauptsächlich ist es wirklich Vanille, Schokolade, Kakaonips, ne? Und dafür ist es auf jeden Fall super easy drinking und vor allen Dingen super lecker, muss man einfach mal sagen, ne? Also ich glaube, also ich war noch nie auf Wacken, ich habe keine Ahnung, wie das da abgeht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass nach so einem fetten Konzert, was man sich da gegeben hat, oder will man mal eine Runde chillen, ich glaube, dafür ist das Ding genau richtig, ne? Also einfach mal hinsetzen, genießen, ein bisschen abchillen, vielleicht noch mit seinen Kollegen ein bisschen quatschen oder so, dafür ist das Ding auf jeden Fall super gut. Ah ja, Preis habe ich noch gar nicht gesagt, ne? Kostet die 0,5 Flasche 49 Euro, also typischer Preis für deutschen Whisky. Ist okay, meiner Meinung nach. Ich habe auch gehofft, es wird eine 0,7 Flasche für den Preis, aber es war leider nicht so. Ist aber jetzt auch nicht so schlimm. Ich glaube, das ist preislich auf jeden Fall noch in Ordnung, weil da in der Range sind ja alle etwas größeren Brennereien in Deutschland. Also von daher total okay. Auf jeden Fall auch bezahlbar. Und ich glaube, man wollte auch nicht in so eine hohe Preisrange, weil dann ist es auch einfach nicht attraktiv für einen, ne? Also wenn ich jetzt halt sage, komm, ich nehme mal so eine Bulle mit fürs Festival oder so, ich will da mal ein bisschen was trinken und dann kostet die Flasche 100 Euro, dann nehme ich die halt nicht mit zum Festival, weil es einfach zu teuer ist, ne? Gut, ich probiere nochmal einen Schluck. Jetzt so auf den zweiten Schluck kriege ich noch sehr intensive Röstaromen dabei. Auch eine schöne Holznote kommt noch mit durch. Also zu dieser Schokolade, zu diesem Kakaonips kriegst du halt noch wirklich so ein, weiß ich nicht, wie als wenn du stell dir so einen Toast vor, der richtig lange geröstet ist und schon so richtig dunkle Streifen hat. So dieser Röststyle ist das, so schmeckt das. Mit dieser Schokolade, mit dieser Vanille dabei, mit diesen Kakaonips.
süffige Kombi, ne? Schiebt ein bisschen jetzt hinten raus beim zweiten Schluck, kriegt so eine ganz leichte Pfeffrigkeit, aber ist okay. Ja, ich glaube, es ist ein guter Whisky zum Trinken, zum nicht drüber nachdenken, um einfach damit Spaß zu haben und nicht das Ding über Stunden auseinander zu klamüsern oder halt, wie wir Whisky-Nerds, sich da stundenlang reinzubasteln, sondern einfach nur ein guter Whisky, um ja, auf dem Festival vermutlich mal einfach mal was Leckeres zu trinken. Außer vom Bier und diversen anderen Getränken. Ja, von mir kriegt der auf jeden Fall, ja, 4 Daumen hoch. Definitiv kann man gut trinken. Ist auf jeden Fall eine Kaufempfehlung, wenn ihr Bock drauf habt. Ich meine, ja gut, wenn ihr Wacken Open Air Fans seid, dann landet die Bulle wahrscheinlich eh bei euch im Regal. Und ja, ist ja auch eine Fan Edition. Also von daher, machst du nichts mit falsch, kann man mitnehmen, schmeckt und ja, wie gesagt, 49 Euro geht auf jeden Fall klar, kann man mal mitnehmen. Ja, wenn ihr den schon probiert habt, wenn ihr generell schon Erfahrung mit Finch hattet, schreibt es ja gerne mal in die Kommentare, würde mich sehr darüber freuen, was ihr dazu sagt. Ansonsten folgt mir gerne bei Facebook, bei Instagram, kommt in meine Whisky-WhatsApp-Community-Gruppe und wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch diesen Kanal supporten. Einfach auf Mitglied werden unten klicken oder auf den Link bei Patreon und ab 4,99 im Monat seid ihr dann dabei. Da gibt es dann coolen Extra-Content, Goodies, Tastings und so weiter und so fort. Aber halt, müsst ihr erstmal mit reinkommen und dann gucken, ne? Also, ich würde mich freuen, euch da bald begrüßen zu dürfen. Und jetzt wünsche ich euch noch eine angenehme Zeit. Euer Friendly Mr. Z.